drei erfolgreichen Veggie-World-Ausstellungen findet auch dieses Jahr die größte deutsche Messe für Vegetarier, Veganer und Rohkostfreunde in den Rhein-Main-Hallen von Wiesbaden statt. Also ich bin zum ersten Mal hier und finde es ganz toll, mich hier umzuschauen. Ich bin Vegetarier und gerade auf dem Sprung, eventuell vegan leben zu wollen. Und deswegen sind wir hier, um uns mal zu informieren, was es so alles gibt. Und zu schauen, was man so alles machen kann und wie die Umstellung sein kann. Über 70 Aussteller und 30 Referenten geben einen umfangreichen Blick über den fleischlosen Genuss. Also wir verkaufen hier ein komplettes veganes Sortiment, das aus dem östlichen Mittelmeerraum kommt. Das heißt also, die Speisen stammen aus der Region Israel, Ägypten, Syrien, Jordanien. Es sind im Wesentlichen Falafel, die aus Kichererbsen hergestellt werden und die dort an jeder Ecke verkauft werden. Das ist eigentlich so eine Art Fastfood, könnte man sagen, dort in den Herkunftsländern. Wir sind hier auf der Wiesbadener Messe, weil wir einfach mal den Kontakt zu den Endkunden suchen. Wir arbeiten normalerweise mit Großhändlern zusammen und haben wenig Kontakt mit den Endkunden und wollten jetzt einfach mal direkt mit den Leuten in Kontakt kommen, die unsere Produkte auch in den Bioläden und Reformhäusern am Ende kaufen. Neben Informationsgespräche für Kunden vegetarischer Produkte gab es immer wieder die Möglichkeit, sich geschmacklich vom jeweiligen Produkt überzeugen zu lassen. Jetzt mache ich mal das Smoothie-Programm. Schalt also einfach an. Ich bin seit über 30 Jahren Vegetarier, betreibe mit meiner Familie zwei Reformhäuser und komme von Freiburg und schaue mir die Messe einfach an, weil sie als Leitmesse einfach wichtig ist für uns und weil es einfach toll ist, dass so eine Messe so zentral organisiert werden kann. Neben vegetarischem Essen war auch das Thema vegan immer wieder auf der Messe zu finden. Ja, also ich lebe jetzt seit 4 Monaten vegan, bin direkt umgestiegen auf vegan, also vegetarisch war ich vorher nicht. Und lebe total gut. Also ich betreibe auch ziemlich viel Sport, bin Ausdauerläuferin und habe auch seitdem her wesentlich mehr Energie. Die Messe kenne ich schon vor 2 Jahren, da war ich das erste Mal hier. Die hat mir sehr gut gefallen, man bekommt viel Inspiration. Und ja, und dadurch, dass wir ja auch in dem Bereich Gesundheit, Reform, Haus arbeiten, gehört das natürlich dazu. Ne? Also wir leben praktisch unsere Arbeit. Oder ich liebe sie. Ja. Ne? Ja, und jetzt bin ich erst hier gerade bei so einem Döneressen, mein erster veganer Döner und muss sagen, wirklich ganz, ganz lecker. Also, ja.